Kerzen, Kekse, Chaos. Schauen wir mal auf die Corona-Weihnachts-Deutschland-Karte. Wer darf was, wann und wo? Am Mittwoch erst haben sich ja Bund und Länder auf verschärfte Kontaktbeschränkungen ab dem 28. Dezember geeinigt. Doch drei Bundesländer preschen schon vor. In Hamburg gelten die verschärften Regeln schon ab dem 24.12., also ab morgen. Dann dürfen sich maximal 10 Geimpfte oder Genesene privat treffen. Für Restaurants, Kneipen und Bars gilt ab 23 Uhr eine Sperrstunde. Ausnahme der Neujahrsmorgen, dann dürfen sie bis 1 Uhr offen bleiben. Außerdem gilt Tanzverbot. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gelten die verschärften Kontaktbeschränkungen schon ab Heiligabend, in Brandenburg ab Montag. Niedersachsen hat ab Heiligabend eine 10-tägige Weihnachtsruhe angekündigt, obwohl da die Hospitalisierungsinzidenz ja am niedrigsten ist, wie wir gesehen haben. Clubs und Diskos bleiben zu. Private Treffen sind mit maximal 25 Personen erlaubt. Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen sind verboten. Versuchen wir das alles mal einzuordnen, und zwar mit Thorsten Frey, dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Guten Morgen, Herr Frey. Guten Morgen, Herr Kausch. Herr Frey, lassen Sie sich an Weihnachten die Impfpässe Ihrer Gäste zeigen? Nein, das hängt aber auch damit zusammen, dass wir Weihnachten sehr traditionell in der Familie feiern und deswegen in einem kleinen Kreis sind. Wir kennen alle die, die da sind, Eltern, Geschwister, Kinder natürlich. Und insofern passen wir uns der aktuellen Situation an, weil es muss natürlich klar sein, und das gilt für alle Menschen bei uns im Land, die Omikron-Variante rollt auf uns zu. Wir haben ganz kurze Verdopplungszeiten und deswegen ist es ganz wichtig, dass unabhängig von den Regeln jeder versucht, sich so verantwortungsvoll wie möglich zu verhalten. Dann wünschen wir Ihnen jetzt schon mal ein schönes Weihnachtsfest, Herr Frey. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Sprechen wir aber noch kurz ein bisschen weiter. Sie haben einen 17-Fragekatalog, einen Brief an den Bundeskanzler, an die Bundesregierung geschickt. Darin schreiben Sie wörtlich, die Bürger fragen sich mit Recht, ob die Bundesregierung alles Nötige und Mögliche zur Bekämpfung der Pandemie unternimmt. Das heißt, Sie sind für härtere Maßnahmen als die jetzt beschlossenen Kontaktbeschränkungen, was ja dann wieder nur in Lockdown übersetzt werden könnte. Nicht automatisch, aber Sie sehen ja an den Verhandlungen der Ministerpräsidenten zu Beginn der Woche, dass nicht alle Länder mit der Situation zufrieden sind. Wir haben Protokollerklärungen, beispielsweise des Freistaates Sachsen oder des Landes Baden-Württemberg, deren Ministerpräsidenten darauf hingewiesen haben, dass die aktuelle Pandemielage in ihren Ländern jedenfalls einen größeren Instrumentenkasten erfordert. Das sehe ich, das sieht die Unionsfraktion insgesamt auch so. Ich glaube, dass dort, wo wir hohe Inzidenzen, hohe Hospitalisierungen haben und insbesondere auch die Zahlen der Patienten in den Krankenhäusern nicht zurückgehen, dass wir dort im Zweifel den Ländern auch zusätzliche Möglichkeiten geben müssen. Und es geht nicht darum, dass der Bund so etwas vorgibt, sondern es geht darum, dass wir den Ländern dort, wo wir Hochinzidenzgebiete haben, auch tatsächlich die Instrumente geben, von denen sie glauben, dass sie notwendig sind. Und Winfried Kretschmann beispielsweise, bekanntlich ja kein Ministerpräsident unserer Partei, hat explizit gefordert, dass die Möglichkeiten des Paragraphen 28a des Infektionsschutzgesetzes voll zur Verfügung stehen sollen. Und es bedeutet eben auch die Möglichkeit, dass man Veranstaltungen komplett verbieten kann. Das bedeutet, dass man bestimmte Einrichtungen schließen kann, wenn das die pandemische Lage erfordert. Und ich glaube, dass man das in den Ländern besser entscheiden kann als aus Berlin heraus. Gestern haben wir Bayerns Ministerpräsident Söder gehört, der hat ganz klar gesagt, also wir können auch nicht alles hier in den Bundesländern regeln, es muss schon auch vom Bund was kommen. Man hat zwischendrin das Gefühl, dass sich da der Ball so ein bisschen hin und her gespielt wird. Die Länder sagen, der Bund muss machen lassen, der Bund sagt, die Länder müssen was machen und am Ende stehen wir Bürgerinnen und Bürger da und fragen uns, ja, was ist denn jetzt, wo darf ich denn jetzt an Weihnachten Bier trinken gehen und wie lange überhaupt? Das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist ja auch unverständlich. Sie haben es in Ihrem Beitrag gezeigt. Deswegen, ich glaube, für die Akzeptanz der Maßnahmen ist es ganz wichtig, dass es einen einheitlichen Rahmen gibt. Den gesetzlichen Rahmen, den formuliert der Bund, der Bundestag im Infektionsschutzgesetz. Und darüber hinaus versucht die Ministerpräsidentenkonferenz, die Maßnahmen der Länder so weit zu
koordinieren, dass es am Ende auch überschaubar bleibt. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass die Grundlinien vergleichbar sind. Die Karte, die Sie vorher eingeblendet haben, zeigt ja auch, wir haben bis auf den äußersten Nordwesten im Grunde genommen eine wirklich schwierige Situation in ganz Deutschland. Und dann brauchen wir, glaube ich, darüber hinaus inzidenzabhängig in den Hotspots weitere Möglichkeiten, Handlungsspielräume vor Ort. Ich finde, der Föderalismus, der darf in der Pandemiebekämpfung nicht zum Nachteil gereichen, sondern wir müssen seine Vorteile nutzen. Und ob wir das wirklich schon mit voller Kraft tun, da darf man nach den Beschlüssen von Dienstag, glaube ich, durchaus seine Zweifel haben. Gleichzeitig, Herr Frey, werfen Sie in Ihrem Schreiben der Bundesregierung und dem Bundeskanzler vor, dass Sie nur passiv zuschauen würden, was da jetzt passiert. Insbesondere im Hinblick auf die Abstimmung über die Impfpflicht, die ja im Bundestag stattfinden soll, aus dem Bundestag heraus nach dem freien Wissen und Gewissen der Abgeordneten. Was kann daran falsch sein? Also zunächst einmal ist es so, dass jeder Abgeordnete selber entscheidet, ob es sich bei der vorliegenden Entscheidung um eine Gewissensentscheidung handelt oder nicht. Wir haben nämlich Gott sei Dank keinen Fraktionszwang, sondern jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete ist in der Lage und ihr wird es und ihm auch gestattet, nach dem eigenen Gewissen abzustimmen. Aber der Punkt ist doch folgender. Die Frage, ob wir eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland bekommen, ist eine überhaupt nicht triviale. Das ist in höchstem Maße anspruchsvoll. Das hat auch das Ad-hoc-Gutachten des Ethikrates diese Woche nochmal gezeigt. Wir haben es hier mit einem Grundrechtseingriff zu tun, der aber ganz sicher gesetzlich gerechtfertigt werden kann. Davon bin ich überzeugt, weil der Freiheitsschutz, der Schutz der Unversehrtheit, der Gesundheit letztlich ja ein Schutz ist, den alle Menschen genießen. Also nicht nur die Geimpften, sondern auch die Ungeimpften. Aber so etwas muss man sehr sorgfältig machen. Das sind viele Fragen zu klären. Was heißt denn Impfpflicht? Erste, zweite, dritte, vierte Impfung? In welchen Abständen ist das zu machen? Welche Konsequenzen hat eine Nichtbeachtung und vieles andere mehr? Welche Ausnahmen gibt es beispielsweise? Und da finde ich es fahrlässig, als Bundesregierung, wenn man es selber für notwendig hält, am Rand zu stehen und zu sagen, ich warte jetzt mal ab, welche Anträge dazu aus dem Bundestag kommen. Ich finde, wenn eine Bundesregierung davon überzeugt ist, dass eine Maßnahme notwendig ist, dann muss sie auch einen gesetzlichen Vorschlag machen, wie so etwas rechtssicher und verfassungsgemäß umgesetzt werden kann. Und nichts anderes erwarte ich von der Bundesregierung. Dass am Ende natürlich jeder Abgeordnete so abstimmen kann, wie er es für richtig hält, das ist doch völlig unbenommen. Aber es ist wirklich einzigartig, dass eine Bundesregierung in einer zentralen politischen Frage an der Seitenlinie steht, die Arme verschränkt und sagt, ich warte jetzt mal, was im Bundestag passiert. Das ist keine Führung von vorne und das ist genau das, was wir in dieser Pandemie jetzt benötigen.